Yeah. Ich hab doch gar keine Freunde. Kleiner Scherz. Improvisation. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dir. Es wie diese Möbelhausherstellung, die nicht original von dieser Firma unterstützt wird. Aber scheiß drauf, denn wir sollen hier einfach nur die allseits bekannten IKEA-Möbel einfach nur herstellen. Ups, ah, hier ist schon das Sofa kaputt. Das ist auch sehr interessant, dass wir hier einen Tisch, der eigentlich auf dem Boden liegt, mit der Tischplatte. So. So. Da war jetzt dieser pinke Faden und an dem kann man so Teile verbinden. Das finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Zwei Beine hat das Ding schon. So, jetzt heben wir die Tischplatte etwas an und zack. Hat der Tisch auch ein drittes Bein. Und damit er nicht mehr wackelt. So, den Tisch, den stellen wir jetzt mal einfach mal in die Ecke. Okay, so sieht das also aus. Das ist der Fuß, die beiden Stäbe nach oben und die drei Lampen so da dran. So, und was finden wir zuerst? Den Fuß. Das ist ja diffus. Ja, erstmal weg damit, weg mit dem Schmonsens. Hier diese merkwürdigen Teile, wo hinterher die Lampen dran kommen. Na, erstmal brauchen wir das Teil, weil da sind noch nicht die Dingens dran. So. Alter, jetzt heißt es ja auch schon mega aufpassen. So. Wie ziehe ich das Ding jetzt in die Höhe mit Shift? Ne, anderes Shift. Ah. Man lernt dazu. So. Also aus der Entfernung kriegt man es da dran, aber von näher nicht. Okay, interessant, interessant. Ja, hatte ich schon erwähnt, ich weiß es noch nicht mal. Ich glaube, das war in der vorherigen Aufnahme, die mir ja so misslungen ist. Das ist hier ein... ja, es wird ein Let's Discover wieder mal. Und ja, dieses Spiel Höhm Innovationes
Ich nenne das auch gerne den IKEA Simulator 2015. Eigentlich genau andersrum. Zack, zack. So, den Teil muss ich hier eigentlich runterziehen. Muss ich so machen. Und dann kann ich jetzt das Ding komplett nach oben befördern. Und dann muss ich es jetzt drehen. Und so passt es da dran. Schon haben wir Nummer 2. Und jetzt Nummer 3. Also auch eine sehr entspannende Musik. Es hat einfach unglaublich was hier vom Gartensimulator, vom Gartenbausimulator oder vom Landwirtschaftssimulator oder so. Deswegen sage ich auch extra IKEA-Simulator. Und der dritte... Oh, das ist jetzt etwas sehr schief, aber was soll's. So, die Lampe kommt schon noch da. Und jetzt haben wir hier nur noch die drei Lampenköpfe. Scheinbar dürfen wir nur den benutzen. Mal schauen, ob wir das jetzt hier auch hinkriegen. Diesen ganz schwierigen Auftrag. Kriegen wir das hin? Das ist hier die Frage. Diese Lampe endlich fertig zu bauen. Das ist hier die Frage. Oh mein Gott. So, und jetzt drehen wir die wieder. Na gut, jetzt vielleicht nicht so, aber so. So kriegen wir die beiden anderen Lampenköpfe da dran. Sobald wir sie anklicken können, kann ich die anklicken? Hallo? Hallo? Ah, okay. Den kriegen wir schon mal. Aber das Ganze wird natürlich nicht einfacher. Es bleibt kompliziert hier in diesem mega spannenden Spiel, was ich mir nie besser erträumt hätte. Hätte Fahrradkette. Bla bli blub. Okay, so kriegen wir das da dran. Alter, von wie weit unten setzt der die denn da dran? Ich weiß es nicht. Das ist hier so ein bisschen so ein Spiel im Spiel. Wann kriege ich die Lampe jetzt endlich angeklickt? Da muss man natürlich auch so ein bisschen hier die Feinmotorik... Also weil so ein Computerspieler, der kann das natürlich nicht mehr so unbedingt so Feinmotorik. Da hat man sich dann gedacht, machen wir mal so ein Spiel im Spiel. Und ja, sagen, es ist denen nicht gelungen. Väldigt cool. Okay, wir haben die Lampe fertig gebaut und die Lampe, die... Entschuldigung. Die stellen wir hier jetzt einfach mal auf den Tisch. Oh. Oder auch nicht. Die Lampe fällt um. Naja, egal. Dann stellen wir sie jetzt wieder auf. Lampe. Okay, scheiß auf die Lampe. Die hängt jetzt da schön am Fenster. So, jetzt müssen wir Gluten herstellen. Da brauchen wir 4 solche Beine. Da gibt es noch so eine Zwischenebene und noch eine Tischplatte oben drauf. Das ist also scheinbar so eine Art Eckkommode, sagen wir mal. Deswegen machen wir hier auch mal, stellen wir den Tisch hier einfach mal auf diese teure Ming-Vase. Einfach mal so umfällt, ohne zu zerdeppern. Und hier auch, Alter, ey, das Sofakissen. Wir probieren uns, boah, Alter, wie das auch immer wieder so zusammenkracht. So. Wir haben hier Tischbein Nummer 1. Beziehungsweise die Tischplatte muss ja hier so waagerecht dran. Okay, irgendwie habe ich das jetzt noch nicht so... Oh, Moment, was ging denn da?
bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich machen soll, weil... Ich muss mir mal die Tischplatte hier mal anschauen. Ah, okay. Die hat 2 Bohrlöcher, die hat 3 Bohrlöcher. Ist ja schon mal ganz interessant. Mit den 2 Bohrlöchern wird wahrscheinlich nur über diese beiden Dinge hier. Probieren es einmal aus. Geht das über die... Ah, okay. Ach du Scheiße, ey. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt hier so hinbekomme. Ansonsten heißt es einfach nach dem Steckkastenprinzip irgendwas zusammen. Und das habe ich ja mittlerweile auch gelernt. Man muss einfach irgendwas hier zusammenbasteln. Ob das einen Sinn macht oder nicht, das ist egal. Wie man gerade vielleicht schon hier dran sieht. So, da haben wir Tischbein Nummer 3 und Tischbein Nummer 4. Haben wir noch die ganzen kleinen Stücke. Vielleicht sollte ich erstmal gucken, dass ich hier die kleinen Stücke irgendwie dran kriege. So, dann packen wir das doch einfach mal da dran. Das doch mal schon mal aneinander. Sieht auf jeden Fall sehr realistisch gehalten aus. Sieht so aus, als würde man es jederzeit klappen. So. Jetzt packen wir hier das eine Teil hier mal dran. Das packen wir dann auch gleich mal hier dran. Wir müssen aufpassen, wir haben jetzt noch 4 Teile. Die müssen hier. So sieht das Ganze jetzt hier also aus. Wir sammeln uns jetzt hier. Ah, jetzt muss man hier Millimeter genau. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr realistisch gesund aus. So, dann machen wir da noch die andere Tischplatte dran. Das sieht auf jeden Fall nach einem richtig guten Regal aus. Da vorne packen wir noch ein Tischbein rein. Aber hier müssen... Ach, guck mal da. Und die beiden noch zusammen. Und dann muss ich nur noch das Stück hier irgendwie hier dran kriegen. Den freien Pinöpel da unten. Und dann haben wir es doch auch schon. Hier, so. Ah, halt, stopp. Cool. Oh, habe ich einfach sehr gut gebaut. Jetzt müssen wir hier wieder Berg zusammenbauen. Berg war ja tatsächlich auch noch recht einfach, also... Ja, was lässt sich ja eigentlich noch zu diesem Spiel sagen? Eigentlich nicht mehr so viel. Was eigentlich einfach nur da drin besteht, hier diese IKEA-Möbel zusammenzubauen. Ich denke, IKEA kann man hier ruhig sagen. Also es gibt natürlich auch noch andere Möbelhäuser, aber
sowohl der Spieletitel, der scheinbar irgendwo schwedisch oder so ist, als auch die Namen der Objekte, die man hier hat, lassen auf IKEA schließen. Ich meine, jetzt gibt es zwar noch Globus, Baumarkt und Hagebau und hast du nicht gesehen und tralala, aber so ein wunderbares IKEA-Regal ist doch einfach nicht zu verachten. Es ist einfach ganz gut zu gebrauchen. So. Vor allem, was mache ich hier eigentlich? Ich baue die ganze Zeit irgendwelche Möbel zusammen. Da, hier, noch ein zweiter Tisch. Muss ich jetzt die ganze Bude vollbauen? Vor allem, jetzt kriege ich hier schon wieder so ein Kackteil, ey. Schon wieder so eine beschissene Lampe. Ja, was ist hier noch ein schönes Erzählen? Also, wann nehme ich das denn hier gerade auf? Hab ich auch häufiger mal gefragt. Also heute schreiben wir tatsächlich den 8. Februar 2015. Also, wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich noch gar nicht so lange her, dass das Ganze hier aufgenommen wird. Scheinbar ist mein Teil gerade eben irgendwie rausgepackt. Mein Teil ist unsichtbar. Ah, da ist es wieder. Ist ja interessant, dass sowas einfach mal so verschwindet. Und da haben wir auch schon wieder den oberen Teil der Lampe. Ach ja, das ist ein Spiel, das kann man echt einfach stundenlang spielen. Das ist einfach so aufregend, so spannend. Das kann man einfach echt Tage, Wochen lang spielen. Also, da werde ich mich, das werde ich heute mindestens noch 7 Stunden suchten. Also wirklich mindestens 7. Warte. Hier kriege ich den Anschluss für da, das ist sehr interessant. Zack. Dann mal da dran und das. Also ganz ausgeklügelt wie ich bin. Einfach mal. Zack. Zack. So. Sehr schön gerade. So. So. Jetzt muss ich hoch. Zack. Jetzt muss ich es nur noch. Warte. So drehen. Und dann kommt das da hinten dran. Und dann haben wir jetzt noch unser letztes. Oh. Ja. Scheiß drauf! Ich kann auch ruhig liegen bleiben, wenn interessiert. So, und
so, diesmal brauchen wir es ja so, dass das Ding unten ist. Trotzdem muss ich ein kleines Stück in die Höhe. Oh. Ach, das weiß ich aber nicht. Ich wollte hier diesen Duschkopf haben. So. Stop Ball. Merkt auf jeden Fall, also wir bauen hier schon ordentliche Sachen zusammen. Das ist einfach ein Qualitätsprodukt. Ey, und schon wieder Berg. Ehrlich, ey, schon wieder Berg. Vor allen Dingen darf gleich darf ich auch schon wieder Gluten zusammenbauen. Oh, fließt ja einfach mal so ein Tisch durch die Wohnung. Na, dann eben auch nochmal Gluten. Ja, Gluten bringt uns wieder zum Bluten, aber egal. Pinüpsel, kommen hier irgendwas, was hier randockt. So, die beiden Platten mal wieder weg. Und schauen uns erstmal den Rest an. So, weg damit. Und dann nehmen wir hier das kleine Teil und den ist hier vorne dran. So, da so. Sieht auch sehr realistisch aus einfach. Wir bauen uns unseren eigenen Tisch. Aber man merkt schon, wie ich einfach richtig Bock habe mittlerweile noch die Dinge zusammenzubauen. Und vor allen Dingen hier richtig, vor allen Dingen hier dieses Gluten, ne? Fange ich lieber gleich an zu bluten, ne? Da passt noch was dran. Hier so. Komm, das passt ja auch noch dran. So. Zack. Sieht einfach sehr sicher aus hier. Oh, da, komm, da passt auch noch was dran. Und dann haben wir hier noch irgendwas. Hier erst mit dem da verknüpfen, dann habe ich da immer noch ein Teil, dieses merkwürdige Y-Stück, das müssen wir ja jetzt auch noch irgendwie dran kriegen. Da, guck mal. So. Wir machen moderne Kunst, wir bauen keine Möbel mehr, wir machen nur noch moderne Kunst. Moderne Kunst. Wow. Alter, ey, hier unsere moderne Kunst macht gerade voll den Abflug.
Sieht auf jeden Fall richtig, richtig gut aus, Alter. So. Top Ball. Alter, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das kannst du hier glatt irgendwie so als Kratzbaum oder so irgendwo hinstellen. Alter, ey, hier nochmal so ein Kackglüten, ja. Ach, ey, ich bin echt gespannt, wann ich diese Folge hier beenden werde. Das weiß ich nämlich echt noch nicht, weil ich bin nämlich echt noch überfragt, wie viele von diesen Glutenregalen ich euch jetzt noch antun werde. Und vor allen Dingen auch, wie viele Köhlend und so. Und natürlich auch noch, wie viele Berg. So. Ein rechter Winkel. So. Dann haben wir hier noch etwas Wunderschönes gebaut. Zack. Und das dann da dran. Und das dann da dran. Das dann. Das Bein noch da hinten dran. So, was machen wir jetzt hier mit? So, das packen wir da dran. Man merkt auf jeden Fall, wie ich einfach richtig noch Bock habe auf dieses Game, auf diesen Hochkaräter, wie sie sich jetzt alle hier auf Skyrim und Ähnliches gestürzt haben. Warum nicht der IKEA-Simulator 2015? Ein ganz wichtiges Game in dieser Spielebranche der Simulations- und Aufbaugames. Ganz wichtig, meine Damen und Herren. Es wird auf jeden Fall das spannendste LP hier ever. Vor allem, weil es ein letztes Cover wird. Ja, also wir haben hier ja mit anspruchsvollen Sachen gerechnet, aber dass es so anspruchsvoll wird, damit hätte wohl keiner gerechnet, das muss man wohl sagen. Also moderne Kunst mit IKEA-Möbeln, man sieht, es ist möglich. Man muss sich nur ohne Aufbauanleitung irgendwie vor den Monitor quälen des Computers und einfach irgendetwas zusammenbauen, was eventuell scheiße aussehen könnte, aber es interessiert einen einfach nicht. Warte, warte, warte. Da passt es zusammen. Super. So, jetzt muss ich hier die Tischplatte nochmal drehen. Zack. So. Und fertig für die moderne Kunst. Juhu. Alter, das hat irgendwie was. Das kann man sowas vielleicht tatsächlich sogar im Alltag gebrauchen. Hier sind so eine. Hier so, einfach so aufstellen. So. Oder natürlich, damit es gerade wird, kann man hier natürlich so auch als Frühstücksbrettchenhalter oder so, kann man das ganze Ding missbrauchen. Ey, geil, ich kann sogar die einzelnen Kunstwerke jetzt zu einem Gesamtkunstwerk verbinden. Denn scheinbar sind hier ja noch Steckplätze offen. Hier. Ja, verbinden wir doch mal hier diese drei Glutenregale. Oh mein Gott. Was ist es? Keiner kann es mir sagen. Es sieht auf jeden Fall mega scheiß aus. Ja, die Wohnung sieht auch mittlerweile mehr schlecht als recht aus, aber scheiß drauf. Wir müssen hier jetzt noch einmal Klöten zusammenbauen. Ja, ich habe bewusst Klöten gesagt. Bla 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 b
Bra jobbat. Ach, okay. Das ist, die Lampe ist jetzt fertig, ja. Boah, wisst ihr was, Leute? Diese Runde machen wir jetzt noch. Kann ich diese Vase irgendwie da wegschieben? Warte, ich nehme mal eben kurz meinen Tisch zur Hilfe. Reicht das auch einfach, wenn ich die Pakete einfach aufmache? Reicht das? Scheiße, ich muss tatsächlich irgendwas damit bauen. Ach, naja. Dann fangen wir eben mal wieder mit dem Tisch an. Tisch ist das Einzige, was bei mir gut aussieht. Das ist das Tolle. Naja. Also wer auch immer schon mal sich gefragt hat, wie nervig Simulatoren sein können, der sollte diesen hier ausprobieren. Und ach ja, den Download-Link für alle, die dies interessiert, den stelle ich wirklich in die Infobox. Wirklich zu empfehlen ist das Spiel allerdings nur für Leute, die wirklich viel zu viel Langeweile haben. Und selbst für die ist es, glaube ich, zu doof. So, Fuß. Alter. Oh, jetzt baue ich hier auch schon scheiße, egal. Ja klar, natürlich. Machen wir da auch noch eine Lampe dran. So. Da, hey, da oben, da ist doch noch Platz für eine Lampe, oder nicht? Ja, hier noch für so einen Bogen. Guck mal, hier. Ja. Guck mal, perfekt. Passt da oben immer noch so ein Brett dran. Gar noch so einen Lampenbogen, hey. Ach, den da muss er jetzt noch hin. Warte mal. Fertig. Lampe ist fertig. Einfach mega stylisch aus. Ey. Ich weiß gar nicht, warum wir das alles immer so kompliziert machen müssen. Aber so eine Lampe, ey, die sieht doch richtig geil aus. Nicht. Oh, macht sich übrigens gut so in der Zimmerdeko. Ja, kein Wunder, das ist das Einzige, was ja halbwegs gut aussieht. Alter, ey, muss ich jetzt echt nur wieder hier dieses scheiß Regal zusammenbauen.
ist noch ein bisschen suboptimal gelöst hier vom Gameplay her, dass sich immer wieder diese rosa Linie mal so flackern. Das ist immer noch so ein bisschen suboptimal. Hey, The Age. The Age Team. Ja, komm hier, zack. Das hält. Geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil dafür sieht es einfach zu episch aus. Nicht. Egal. Ich hab's umgeworfen. Macht nix. Kann ich ja jetzt hier mit weiterbauen. Zack. Und da dran. An die Tischplatte. Yay. Yeah. Und hier. Ja, komm hier. Zack. Und auch das hält. Und die Tischplatte. Die packen wir hier vorne dran. Ah, guck mal da. Über den Tischplatten ineinander gesteckt. Irgendwie wird das denen klar sein müssen, dass es hier jetzt irgendwie nicht so das Mega-Game ist. Ich weiß gar nicht, aus welchem Hause das Spiel ist. Mann, ich will die neuen Kartons haben, beziehungsweise ich bin fertig. So, jetzt gehe ich in irgendeine Ansicht, wo es... Sieht nirgendwo wirklich schön aus. Naja, ich habe die IKEA-Möbel verwüstet und habe jetzt keinen Bock mehr. Tut mir leid, liebe Leute. Holt ihr das Spiel einfach selbst und ermordet euch mit euren Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.